Ich sehe recht wenig, ihr wahrscheinlich auch. Ich hätte vielleicht irgendwas mitnehmen sollen, was Licht erzeugt. Sicherheitshalber machen wir die Tür hier mal auf. Gucken mal kurz, ob Pamela hier irgendwo rumschleicht. Aber nee. Doch, die ist hier irgendwo. Die ist sogar sehr, sehr nah. Ah je. Oh Gott, sie kommt. Sie kommt und sie ist hungrig. Da, die Tür hier mal zu. Die haben ja Gott sei Dank schon alles abgeschriegelt und abgeschlossen. Ah, Mai. Da müsste es doch hochgehen. Genau. Verstecken wir uns irgendwo oben. Oder hier auf Deck 3. So. Und ich glaube, wir müssen uns gar nicht verstecken. Das Mädel hat Ruhe gegeben. Zum Container müssten wir eigentlich noch nachschauen. Deck 7 fehlt noch. Theoretisch. Ich renne die ganze Zeit hin und her. Tut mir leid. Ah, warte. Ja. So. Inventar ein bisschen leeren. Sachen abgeben. So muss es sein. Oh, wir haben auch so einen sexy Walk. Doch nee. Jetzt kommt das Mädel gleich wieder angerannt. Oh Mann. Hier waren wir noch nicht unterwegs. Nee. Gut. Gucken wir uns hier mal. Hier ist der Schlüssel. Hä, war der nicht woanders? Gibt's mehrere? Scheinbar schon. Das soll uns nicht dran hindern. Wir haben ihn. Unsere kalten, toten Hand. So. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe von der Frau. Aber ich befürchte fast nicht. Hier war es doch, oder? Nee. Nee. Nee, war es nicht. Hier vielleicht noch irgendwo was? Eine Taschenlampe. So, jetzt haben wir wieder unsere Taschenlampe. Also nicht unsere Taschenlampe, aber eine Taschenlampe. Und das ist besser als keine Taschenlampe. Die folgt dann echt überall hin. Überall. Was macht man jetzt? Da war Fridolin. Da war Fridolin nicht so schlimm. Alter, mach die Tür kaputt und dann haut's einfach ab. Das sind die Besten. Das kennen wir noch auch. Wenn jemand reinkommt ins Zimmer und die Tür offen lässt. Wenn er geht. Pamela, das ist genau so eine. Keiner kann solche Menschen leiden. Ist sie jetzt wieder hier unten? Ich habe das echt das Gefühl, dass sie sich teleportieren kann. Ist echt ungeil. Ich habe den Raum vergessen. Ich habe es gesehen, tut mir leid. Werden wir gleich nochmal reingehen. So. Ja, wir haben hier viel Nick. Ah, hier ist noch ein Duct Tape. Das können wir benutzen für die. Okay, das ist bloß ein Backpack. Es könnte noch mehr drin sein. Das können wir benutzen für die Sicherheitskameras. Kameras?
Damit können wir die nämlich abkleben. So. Nochmal hier reinschauen. Da ist nichts drin. Hier ist auch irgendwie nichts Geiles, ne? Ne, irgendwie gar nicht. Ich will meine Pamela, ey. Bin ich hier, ich will nichts von dir. Ich hab sie vor 10 Jahren mal abblitzen lassen, seitdem verfolgt sie mich ja, verfolgt sie mich auf Schritt und Tritt. Hey! Also komm, erst zweimal schaust du nicht irgendwo drunter, oder? Willst du dich bewegen? Oder willst du einfach nur dumm rumstehen? Ja, ich glaube, sie will einfach nur dumm rumstehen. Mein Mädel? Hallo? Oh nein, ich habe Angst, dass wenn ich rausgehe, dass sie dann wieder irgendwas macht. Warum macht die nix? Sie bewegt sich. Jetzt hat. Hat sie sich festgepackt? Hast du dich festgepackt? Oh Mann. Finger glitschen drunter. Bei der Maniküre war sie auch mal wieder hier. Pediküre weiß ich schon lange nicht mehr, wie es aussieht. Aber ihre Nägel sehen schön aus. Oder die 5, die sie da hat. Das Fleischding kann man nicht wirklich Hand nennen. Okay, Pamela. Ich werde dann jetzt mal gehen. Kacke. Harvey! So. Einfach Glühwürmchen aus ihrem Mund. Oh. Geh weg. Jetzt geht's endlich. Oh mein Gott. Was wollte ich nochmal machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Zu intens. Zu intensiv. Deswegen wollte ich auch damals von ihr nichts. Sie setzt. Ist immer zu extrem, das Mädel. Oh mein. In einen Stuhl. Ist gut, ist gut, ist gut. Ganz gehen, hier ist keiner. Du musst hier nicht drunter schauen. Da geht sie wieder. Ach, majestätisch, die Frau. Dann benutzen wir einfach die Treppen. Muss sie mit den Deck 7. Wir müssen Deck 5. Zu Deck 5, noch eins weiter runter. Glitschen hier mal ran.
Tu mal so, als ob wir Fridolin wären. Vielleicht lässt sie uns dann in Ruhe. Oder wir rennen einfach. Komm, wir rennen. Rennen ist gut. Oder rasen, rasen, rasen ist gut. Rasen ist gut. Komm, noch ein bisschen durchhalten. Oh Mann. Sonst drehe ich noch das Ding um. So. Aha. Gefällt dir was? Na? Dann legen wir das jetzt hier mal ab. Wollen sie jetzt hin? Und wieder auf die andere Seite. Oder? Ja. So, jetzt haben wir Zeit, sie aufzuschließen. Jetzt hingerannt. Oh, sie rennen auf die andere Seite. Sie rennen auf die andere Seite, okay. Dann können wir jetzt mal hier lang rennen. Wir haben unsere Ruhe. So. Welches Deck wollten wir denn? Deck 7, oder? Deck 7. Haben wir schon alles? Haben wir schon alles. Was fehlten uns dann noch? Ein paar Texturen. Da. Ah, irgendwie fehlt noch so viel. Ich gehe mir nochmal ganz, ganz nach unten einfach. So. Schnaufen. Und fangen wir jetzt mit 4 an. Ja. So. Hier haben wir leider nichts. Da kann man auch noch aufmachen. Haben wir hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. So. Pamela ist auch noch nicht da. Zu unserem Guten. Ich schaue erstmal da hinten lang, ob da noch irgendwas kommt. Ja, tatsächlich. Es kommt was, aber nicht das, was man haben will. Ja, hier geht's da lang. Hier drehen wir auch mal das Ventil zu. Oh, wir wanderten mal wieder hier unten entlang, bis wir verrotteten. Bis unsere Herzdame mal wieder auftaucht. Ja, das ist jetzt nicht so geil hier. Deck 4 ist nicht das, was man davon erwartet. So, und da kommt auch nichts mehr, ne? Ja, gehe ich jetzt die Dinger durch? Die Container? Fangen wir einfach hier an. Oh, oh. Sie ist hier wieder. So. Ich weiß nicht, ich glaube, die Taschenlampe ist fast leer. Oder man sieht allgemein einfach nichts hier drin. Warte. Mit. Wow. Oh, Rucksack. Mehr Platz. Hm, auch gut. Ja gut, die Taschenlampe, die ist kaputt. Die ist im Eimer. Braucht man immer. Hier haben wir nichts mehr. Ich habe immer noch meinen guten Feuerlöscher dabei. Den guten sogar. Jo, hier ist man ja voll eingeschlossen. Ach, es ist doch mal schön. Da Pamela kommen würde, würde man gar nicht mehr wegkommen. So. Kommen wir von hier. Nein. Dieses Mädel. Dieses wunderschöne Anblick einer Frau. Da
geht's lang. Da runter. Hier lang. Da die Tür auf. Und hier rein. Wo sind wir denn? Welches Deck? Wahrscheinlich ganz unten. Nein? Ja, wir sind ganz unten. Was haben wir hier? Brauchen wir noch eine Spule? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen die Luftpumpe. Ist da die Luftpumpe? Hm, sieht nicht so aus. Hä, warum gibt es so viele Items hier doppelt? Ich überleg's mir, ob ich's mache, aber noch bin. Das haben wir doch auch schon. Oder? Oder verwechsel ich das gerade alles? Ich bild mir ein, die haben wir schon, die Batterie und so. Und die Spule auch schon. Oh mein. Ja, Gasoline haben wir auch, glaube ich, genug. Alles sehr, sehr ungeil. Sehr, sehr ungeil. Was haben wir hier? Ah, eine Treppe. Na, sowas. Hier sind wir schon ganz unten. Deck 3 waren wir, glaube ich, auch schon oft. Ja. Ich blick nicht mehr durch, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir auch schon. Hier auch. Oh, Pamela, das ist alles so gleich. Soll ich einfach mal die Fuße reintun? Letztendlich haben wir ja nichts zu verlieren. Ich meine, die Fuße für die fürs U-Boot haben wir ja schon reingetan. Nein, eins weiter hier rein. Zack. Und auf. So, haben wir so noch eine Versteckmöglichkeit, ist auch schön. Bis auf die Spule ist hier, glaube ich, auch nichts drin, ne? Noch eine Taschenlampe. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Kann sein, dass ich mich irre und wir haben sie noch nicht reingetan, aber ich bild mir wirklich ein, dass uns nur noch die Luftpumpe fehlt. So. Ist keine neue. Die Runde dauert schon wieder so ewig, ewig lange. Sie ist hier drin. Sie ist definitiv hier drin. Geh weg. Wenn Feuerlöscher nicht werde ihn benutzen. Wow, it's depression. Wow, you can feel it in the air. Wow, it's depression. Wow, weil wir hier nichts finden. Da, ich jetzt selber noch einen Glowstick mitnehmen. Wir haben ja inzwischen den Platz. Und hier geht's nach oben. Flump. So, hier sind Kisten. Hier wieder Dead End. Mirai Nikki? Nein, es war Future Diary, nicht Dead End. Doch, aber Dead End kam immer vor. So war das. Genau. Ich erinnere mich. Und hier ist auch gar nichts. Nee. Ne. Oh. Sind nicht hier. Wir sind nicht hier. Wir sind nicht hier, 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 hier. Pamela, du kannst uns gar nichts. Denn wir sind glatt rasiert als du. So. Wir rennen wieder
ein Stückchen. Weil wir es können. Ich laufe doch ständig im Kreis. Ich weiß doch auch nicht mehr, was ich machen soll. Deck 3 war mir schon so oft. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wirklich. Wir haben schon so viel durchsucht. Abgeforstet und weggerannt. Wir müssen doch irgendwas doch finden, was wir noch nicht hatten. Ach, sei doch ruhig. So. Gehen wir professionell an die ganze Sache ran. Okay. Wenn wir hier nach ganz unten gehen, ist hier unten das gleiche unten wie drüben? Weil sicher bin ich mir da eben noch nicht. Weil hier sind wir nur auf Deck 3. Zwischendrin mal bewaffnen mit dem guten Feuerlöscher. Nee, hier waren wir gerade. Die sind schon miteinander verbunden. Wo bin ich jetzt lang gerannt? Oh nein. Oh nein. Ich habe mich schon gefragt, wann der kommt. Okay, ich nehme alles zurück. Wir waren doch noch nicht überall. Ich will hier nicht sein. Ich will hier ganz und gar nicht sein. Das erinnert mich irgendwie alles ein wenig an Resident Evil. Oder jegliches andere Horrorspiel, was du nehmen kannst. Überall gibt es so eklige Industrieteile, wo das Monster dann auftaucht und einen umbringt. Nein! Das bringt uns nichts. Das bringt uns alles nichts. Oh Gott, das Mädel kommt. Sie ist hier. Hier zu. Oder warte, ist da was? Nö, hier ist nix. Haben wir noch eine Fuse? Nee. Jetzt hätte ich vielleicht die Telefone aktiviert. Damit hätten wir die ablenken können. Weil die reagiert, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Auf Geräusche. Ja. So, wo ist der Ausgang? Okay, da. Da oder da? Ist sie noch da? Ja. Ja, sie ist noch da. Sie ist da und sie sieht nicht gut gelaunt aus. Ich sperre das mir hier ab. So. Was? Guck mal nach das mit der blinden Phonebox. Hat die Tür aufgesprengt? Und hat sie aufgegeben? Was ist das für ein lila Schein hier unten eigentlich? Seht ihr das? So unten rechts? Oder allgemein unten? Oder liegt das in meinem Bildschirm? Wir sitzen voll in der Falle. Das ergibt es auch mit der Phonebox voll den Sinn. Ach, komm, wir sind keine Pussys, wir sind...
harte Männer und Frauen. Können die outrunnen? Can we outrun her?